was wir in welcher Reihenfolge skillen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mental nicht mehr auf der Stärke, weil ich den übelsten Knast habe. Aber ich habe so einen Hunger. Am besten zweifach dann verliert. Ah ja, das Meme. Ich erober die Welt, bekommt Kinder, das Reich wird geteilt. Und das Reich wird geteilt. Ah, das kriegen wir hin, Kalle. Wie gesagt, nächste Woche oder übernächste Woche startet der neue Singleplayer-Run. Das ist auch immer so ein bisschen Tutorial. Wenn du da bist, werde ich auf jeden Fall versuchen, dir da möglichst viel mitzugeben. Ja, heute kein 5 Uhr morgen Stream. Die gibt es nur noch sehr selten. Wir machen nun Chips und Eis im Duo Online-Play auf der Asia-Mod. Alter, das erinnert mich an damals, ey. Die grünen Haare, die hatten wir auch damals auf der Asia-Mod. Er wird sich das doch nie eine Woche merken. Also am Sonntag, dann mal um 1 Uhr geht die Runde weiter, weil einer auf der Kirmes war. Das war halt nur speziell dieses eine Mal. Aber fokussieren. Wir marbeln jetzt. Ihr wisst, wie es läuft. Ausrufezeichen Play in den Chat. Der Erste, der 2 Runden gewonnen hat, kriegt den Tagessieg. Dann gehen wir in die Credits. Dann suchen wir wen zum Raiden. Und dann sagen wir Tschüss. So ist unser traditionelles Streamende. Wir sagen: Random Strecke. Hard Landing, keine Ahnung, kenne ich nicht. Oh, wir brauchen unseren Soundtrack. Da ist er. So. Leute, ihr wisst es. Ausrufezeichen Play in den Chat. Ihr braucht auch das Spiel nicht. Einfach schreiben, dann seid ihr am Start. Nick ist da, Kalle ist da. Na, ich trinke einen Schluck. Na? Wo ist der Rest von euch? Wo ist Ghost? Wo ist Lava? Da ist Lava. Übrigens auch an den guten Dio Elfrick, falls du noch da bist. Auch du kannst, wenn du dich in den Chat trauen möchtest. Ausrufezeichen Play. Na, ich starte schon mal. Ihr habt noch 10 Sekunden, um dazu zu stoßen, wenn ihr wollt. Und dann startet hier die erste Runde. Let's go. Jenny ist hier Rekordhalterin. Lavakeller. Da ist der Kalle, der Nick und ich. Ja, ich glaube, ich bin Letzter. Wer ist der Erste im blauen Loch? Nur einer kann Erster sein. Das blaue Loch hinein. Nur einer kann der Erste sein. Ist es Propaganda-Kalle? Oder bin ich's? Ist es vielleicht Lava-Keller? Oder ist es Nick Black? Bloß nicht die Lurker ansprechen. Oh, ist schon der Erste durch? Nee, ne? Ach, die Strecke ist das. Ja gut, die kennen wir schon gut. Oh, ich bin Erster. Dahinter kommt der Kalle. Holt gut auf. Oh, Chips Mummel. Hat sich den Boost geholt. Ah, Kalle hat die Führung übernommen. Mummeln wartet. Ausrufezeichen Jump. Da ist der Lava-Keller. Der Jump war offensichtlich erfolgreich. Da ist Nick. Oh! Oh, Nick. Fast aus der Strecke geschleudert worden. Oh, ich falle offensichtlich aus der Strecke. Gut, das war's für mich. Damit Propagandakalle an der Führung. Jennys Rekord schon fast im Ziel. Ist offensichtlich ein starker Rekord.
Hier kommt der Kalle an. Hier kann man noch gut rausgeschleudert werden. Oh, kurz angeditscht, aber ausgewichen. Lavakeller auch ohne Probleme, aber der Sieg wird an den Kalle gehen. Der hat heute marbeltechnisch einen richtig guten Tag. Dann Lavakeller und... Holy shit. Nick hat's rausgeschleudert. Wir merken uns. Lavakalle, ein Sieg. Was? Propagandakalle, nicht Lavakalle. Da merken wir, wie dringend ich was zu essen brauche. Die Strecke spielen wir nicht, weil die scheiße ist. Race. Random. Let's go. Das ist die Tornado-Map. Ja, Kalle, ey, heute ist wirklich dein Tag. Nick ist da. Ausrufezeichen Play hinein in den Chat. Lavakeller hat Platz bekommen. Ui, da ist der Song durch. 2,5 Siege, ui. Der Kalle schreibt seine Stats mit. 10 Sekunden habt ihr noch. Dann geht's ab. Die Tornado-Map. Sollte Kalle dieses Rennen gewinnen, dann hat er den Gesamtsieg. Biele allerdings. Oh, Biele auch schon eine Weile nicht mehr da gewesen. Ne? Biele hält den Rekord. Obwohl, nee, viele war... Nee, das ist gar nicht so lange her. Wahrscheinlich war Biele sogar im letzten Stream da. Also ich brauche einfach echt was zu essen. So, Nick, der Kalle... Oh, alles sehr gleich auf. Lavakeller, glaube ich, ein bisschen hinten. Ich gehe als einziger rechts rum. In den, weiß ich nicht, Grinder-Tunnel, whatever. Komm so raus. Durch das Nudelsieb. Oh, Nick, gut vorne. Dann Lavakeller. Oh, da kommt der Kalle angeschossen. Oh, der Kalle hat richtig Bock hier, die Nummer schnell zu beenden. Ist Nick auf den Fersen? Wir sind im nächsten Trichter. Oh. Erst Nick, dann ich, dann Kalle. Kommt Lavakeller, dann ich, dann Nick und dann Kalle. Nick ist raus. Ich vorne. Da muss Kalle mich jetzt aber überholen. Dafür bräuchte er den Booster. Kriegt er aber nicht. Hier, das letzte entscheidende Hindernis. Die Wäschetrommel. Und da kommt der... Oh! Scheiße, okay, das ist wieder ein richtig kurzer Grand Prix gewesen. Kalle hat heute insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 Rennen gewonnen. Heftig. Da hat er den Gesamtsieg. Das ging dann doch schneller als erwartet. Herzlichen Glückwunsch an Kalle für diesen Grand Prix-Sieg. Und wir, 3,5 Siege, exakt. Und wir machen jetzt, ihr wisst es ganz genau, Scam. Wir gehen auf den schwarzen Bildschirm. Das ist nicht dieser, sondern dieser. Aber keine Angst. Das heißt nicht, dass der Stream zu Ende ist. Es heißt nur, dass ich die Legacy-Ereignisse reinpacke, auf Live-Actions gehe, runterscrolle, Roll-Credits drücke und da kommen sie. Und wie immer bedanken wir uns zuallererst bei unserem Moderator. Dieser einer ist nicht Ghost, sondern der Stream Elements Chatbot. Danke für deine chatbottige Chattigkeit. Wir bedanken uns bei Dio Elfrick. Wir bedanken uns bei Geogreg. Wir bedanken uns für das Sub von... Ich muss das jetzt nochmal, das muss ich nochmal kurz überlegen, wie das war. Beziehungsweise es nachlesen.
Wir bedanken uns, dass bei Janelle für sein Resub. Wir bedanken uns bei Janelle für das geschenkte Sub an Simon. Und wir bedanken uns bei Simon, dass er dieses geschenkte Sub verlängert hat. So war das, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Minifig passt alles. Hier wieder runterziehen. So. Hoppala. So, jetzt sieht es wieder ordentlich aus. Du brauchst mal echt einen Mod. Nee, Kalle, wofür brauche ich denn einen Mod? Das Einzige, was ich moderieren musste, war diese Woche drei komische Kauf-Follower-Bots bannen und Ghost heute ein Timeout geben. Nee, nee, hier brauchen wir keine Mods. Was wir brauchen, ist jemand zum Raiden. Da haben wir wen, der ist recht. Setz dich gerade hin! Ja. Da hast du recht. Crusader Kings, der ist mir ehrlich gesagt zu groß zum Raiden. Wie wär's mit. So, da ist er. Und ihr seht, er hat halt wirklich keinen Bock, Warum ist denn gestreichelt zu das werden. da und nicht hier? Hä? Warte mal. So. Kurz woanders hingepackt. Ja, Ghost war heute böse. Ghost hat heute gespammt. Oh, du dummer Idiot. Dreh dich doch erst ein bisschen weiter. Jetzt bist du letzter geworden. Nun gut. Was wollen wir? Wir suchen wen zum Raiden. Grimghul ist groß. Gucken wir mal bei RimWorld. Wer streamt RimWorld? Hier haben wir. Ah, 13 Zuschauer ist auch schon. Der ist ja so groß wie wir. Wir würden schon gerne einen kleinen, einen möglichst kleinen raiden. Wie wäre es mit Hearts of Iron? Aha! Ein Zuschauer. Guck mal. Sprichst du denn auch, guter Mann? Oh, da ist der, da freut sich der Kalle richtig. Oh, zwei Follower, ein Viewer. Come on. Ich schreibe Hey in den Chat. Das wäre richtig cool. Ihr bleibt alle da. Wir machen dem eine Freude, wenn er auf den Chat reagiert. Wir geben ihm noch eine Minute bis hier 21 und 30 Sekunden. Guck in dein Chat, Junge. Sheldor, do it. Wenn nicht, gehe ich so rüber. Komm, guck in dein Chat. Sheldor! Aber er redet halt auch nicht. Ah. Gut, gucken wir schon mal nach Alternativen. RimWorld hatten wir eben schon geguckt, ne? Ja, 13 Zuschauer ist relativ groß, ehrlich gesagt. Ja, Geotastic streamt keiner um die Zeit. Es geht los! Ach, wie viele Follower der hat. Ich würde halt lieber. Oh, er hat im Chat geschrieben, moin. Okay, er redet nicht, aber er schreibt im Chat. Das reicht uns, das reicht uns. Wir machen dem Sheldor eine Freude. Slash Raid Sheldor. Unterstrich. Und ihr bleibt gefälligst da, lange genug, um ihm eine kleine Freude zu machen. Danach könnt ihr immer noch ins Bett gehen. Raid wurde erstellt. Wie viele Leute nehmen wir mit? 5 Zuschauer? 7?
Da ist schon wieder ein Zuschauer, der nicht mitgenommen wird. Einer bin ich, einer ist der Chatbot. Aber das müssten immer noch 8 sein eigentlich. Ja, mies, einer fehlt. Egal, Sheldor hat einen Viewer, was er selbst sein wird. Oder beziehungsweise sein Chatbot, falls er einen hat. Der wird sich groß freuen. Also wir machen ihm eine Freude. Ihr kriegt vorher jetzt aber auch noch etwas. Oh, er spielt unzensiert. Zumindest was Adis Profilbild angeht. Wahrscheinlich die US-Version. Egal. Ihr kriegt jetzt noch die Verabschiedung. Und dann sage ich noch ein paar Worte an die VOD-Zuschauer. Das mache ich jetzt nämlich immer nach den Raids am Ende. Oh, was ist das denn für ein Emote? Ein geiles Emote-Lava-Keller. Oh, die Zeit! Folgendermaßen. Ich wünsche euch allen eine schöne Nacht. Kommt schnell in den Schlaf. Träumt was Schönes, wacht morgen erholt auf und erfüllt alle Ziele, die ihr euch gesetzt habt. Guck mal, Alter, Speedrun-Verabschiedung. Nice. Da ist der Countdown. Viel Spaß im Raid. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Vielleicht übermorgen. Alter, was ist das hier denn? Hazel Party, Alter. Guck mal, haben wir auch irgendein lustiges Dance-Emote? Irgendwas? Nee, nicht wirklich. Dann nehme ich wieder den winkenden neuen Edu-Typen. So. Los. Los, Sheldor. Gucke deinen Chatty-Chat. Guck hinein. Sei so fein. Jetzt hat er es, glaube ich, gesehen. Er tippt gerade wahrscheinlich. Ja, Spiel pausiert, die Maus bewegt sich nicht. Was machst du jetzt? Machst du jetzt das Spiel aus? Achso, da, guck mal, jetzt schreibt er. Guck mal, schön. Ach, guck mal. Auch wenn wir ihn nicht hören können oder sehen können, er freut sich auf jeden Fall. Guck mal, wie viele Follower? 2. Das ist wahrscheinlich sogar sein erster Stream oder so. Oh nee, ich frage ihn nicht, ob das sein erster Stream ist. Nachher streamt er doch schon länger und dann ist das voll unangenehm. Das mache ich nicht. Er spielt als Deutsches Reich. Wir haben 1938. Japan hat China gerade den Krieg erklärt. 1,15 Millionen Mann Truppstärke. Gute Stabilität. Sieht auch gut aus. Nicht, dass ich besonders viel Ahnung hätte. Ja, ihr habt es ja wahrscheinlich selbst schon mal gesehen, wenn ich Heu spiele. So, Propaganda-Kalle direkt. Kein Headset? Was da los? Mensch, Kalle, lass ihn doch. VOD-People. Ah, jetzt buffert's hier. Nö, komm. Da. VOD-Leute. Jetzt hier um 3 Uhr nachts. Frage ich mich, wie spät war es denn bei euch? Ich habe keine Ahnung. Was ich weiß ist, dass ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr mal wieder reinguckt in eins unserer Videos. Ich hatte beim letzten Mal doch eine gute Verabschiedung. Ah, ich weiß nicht mehr was. Und ich habe immer noch fucking Hunger. Gut, machen wir es kurz und schmerzlos. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Ach, ich weiß nicht mehr. Ciao.